Ich hätte das jetzt wie folgt machen können. Ich hätte Mikaya opfern lassen können für Nolan, die KP, und hätte dann mit Laura sie heilen können. Wäre vielleicht eine schlauere Wahl gewesen, dann wäre nämlich... Das hätte alles mit mehr Erfahrungspunkten geendet, aber hey, was soll's. Oh. So, da ist ein Überfall im Gange. Mehrere junge Männer und Frauen sind in den Landsitz von Lord Kiska eingedrungen. Sagtest du, Frauen? Was für eine Haarfarbe haben sie? Es sind zwei unter ihnen. Eine hat ganz komisches silbernes Haar, die an... Das Mädchen des Silberlichts. Na gut, ich brauche alle verfügbaren Soldaten. Fangt mir dieses Mädchen ein, lebendig. Macht, was ihr wollt mit den anderen, aber bringt mir das Mädchen, verstanden? Sir, ja, Sir. Okay. Sothe runter. Die Truhe da öffnen. Tani erhalten, nice! Was wir jetzt als allererstes machen, wir opfern, wir machen jetzt das, was wir eben gemacht haben. Oder machen sollten, wollten, whatever. Sehr schön. Doppelte Erfahrung, Nolan kann mit seinem Truhenschlüssel hier diese Truhe jetzt öffnen. Das heißt, wir öffnen beide Truhen auf einen Schlag. Die Windschneide, sehr schön, ein Schwert, das auf Distanz angreifen kann. Einfach mal dahin bewegen. Du wirst jetzt wahrscheinlich verletzt werden, aber das ist nicht schlimm. Bist du nicht okay? Mikaya rückt eins vor. Wir werden das schon wieder machen sollen. Das ist eine gute Taktik an sich. Laura, du rückst hier hin, heilst Leonid. Ich nenne den nicht Leonard, Alter! So. Zu riskant. Zu riskant ist es. Stell dich davor. Du stellst dich dahin. Passiert noch gar nichts. So, jetzt haben wir alle unsere Einheiten zur Verfügung, die uns eventuelle Schäden zurückhalten lassen. Bogenschützen gegen Bogenschützen sind immer eine ganz schlechte Wahl. Weiter auf Distanz bleiben. Weil Mikaya und Laura verdammt wenig HP haben, aber die beiden ich brauchen werde. Alter, warum greifen die nicht an? Okay. Das Ganze läuft wie folgt. Er tötet ihn, sehr schön. Wir bekommen einen Stahlbogen für Leonid. Das ist sehr, sehr gut. Sehr schön. Das läuft gut bisher. Schwächen. Langspeer. Mir egal. 47 Trefferquote liegt unter dem Satz. Das ist gut. Sehr schön. Gib wieder Erfahrung. Er ist geschwächt. Das heißt, im Prinzip könnte Nolan jetzt den Rest erledigen, was er auch tun sollte, jedoch nicht mit dem Wurfball, sondern mit der Stahlaxt. Und er gibt ihm den Rest. Mit Sothe werden wir dann gleich zu der Truhe da hinten gehen, werden die noch öffnen, bevor wir den Boss besiegen. Werden vielleicht von dem Boss noch was klauen können. Wir werden erst dem Boss was klauen, weil das meistens wertvoller ist, als das, was die Truhe da beinhaltet. Ein Heilmittel. Nein. Definitiv nein. So. Gut, du kannst hier nicht angreifen. Der Bogenschütze ist am gefährlichsten. Laura neben Mikaya. Sehr schön. Das ist jetzt schlecht, aber das dürfte Sothe einfach nichts ausmachen. Selbst wenn er treffen würde, würde es keinen Schaden machen. Das Problem ist, er hat sich jetzt direkt vor diese Truhe positioniert. Das ist sehr schlecht. Ja, sehr schön. Nolan sollte noch ein Level up bekommen. Können wir außen rum. Sehr schön. Die Truhe. Oh, ein Energietropfen. Sehr geil.
Wir machen das wie folgt. Leonid nimmt sich den. Der Erfahrung wegen. Weil Nolan eh schon ein hohes Level hat, aber wahrscheinlich auch durch den Bogenschützen, wenn er den besiegten Level abbekommen würde. Also shit on it. Ja, sehr geil. Auf den Punkt genau. Sehr schön. Gut, es steht übrigens gerade noch eine Überlängenfolge. Ich bräuchte das Tani. Wer hat denn das Tani? Sotha hat das Tani. God damn it! Du würdest sie angreifen. Und ich bin mir relativ sicher, dass du 17 Schaden machen würdest. Du würdest sie töten. Mikaya dahin. Warte. Da gibt's keinen. Nee. Mikaya dahin. Halte fein still, du Dieb, oder ich spieße dich mit meiner Lanze auf und serviere dich zum Mittagessen. Sothe sollte ihn nicht töten. Das wäre sehr schlicht. Sehr schön. Er tötet ihn nicht, er sammelt nur mehr Erfahrung, das ist gut. Wir werden jetzt nämlich von, wie viel hat er denn? Pass auf, wir stehlen von ihm das Heilmittel. Einfach, weil wir es brauchen können und später nicht irgendwie dann damit rumschlagen müssen. Wir machen das wie folgt. Du musst treffen, Junge. 78, du musst treffen. Sehr schön. Und Mikaya gibt ihm den Rest. Das Mädchen des Silberlichts, hab ich dich. Du entkommst uns nicht. Hast du ein Glück, dass Yaroth dich lebendig will? Ich muss dich leider enttäuschen. Ganz schön großspurig von dir, wenn du versuchst, mich zu enttäuschen, nehme ich mir all deine Knochen vor. Sehr schön, Unterstützung durch Sothe. Das heißt, sie wird. Ihre Trefferquote steigt. Auch der Crit würde steigen, wenn sie einen hätte. Und die Verteidigung. Sehr schön. Ein Level Up für sie. Sehr nützlich. Ja, Magie nicht schlecht. Es sind zu viele. Wir konnten sie nicht aufhalten. Ruf nach Verstärkung. Endlich, gelobt sei die Göttin. Der Abt bekommt endlich seine Arznei. Wartet hier auf mich. Ich bin bald zurück. Oh ja. Gut gemacht, Leute. Sind wir vollständig? Wurde jemand verletzt? Warte, Laura ist verschwunden. Gerade war sie noch hier bei mir. Wir teilen uns auf und suchen nach ihr. Mikaya, du kommst mit mir. Der Wald ist riesig. Wir können das Gebiet viel schneller absuchen, wenn jeder einzeln geht. Aber wir treffen uns am Sumpf von Kunu, wenn die Sonne über dem Horizont steht. Hier ist jemand. Du hast meine Anwesenheit gespürt, stimmt's? Wo ist Laura? Ah, du hast meinen Trick durchschaut. Du bist tatsächlich so klug, wie behauptet wird. Und du bist sogar allein, alle Achtung. Alles, um deinen Freunden die Chance zur Flucht zu verschaffen? Wie ungeheuer rücksichtsvoll. Mikaya, komm bloß nicht näher. Laura, lass sie gehen. Sie ist keine von uns. Ach, du weißt doch, dass ich das nicht tun kann. Als Geisel macht sie sich ziemlich gut, genau wie du. Nein, June, flieg weg. Ach, dieser blöde Vogel. Ja, flieg nur schnell fort, du strubbiges Federvieh, oder ich zerquetsche dich wie eine Fliege. Wie nervtötend. Genug, das reicht. Zurück zum Schloss. Solange wir die beiden hier haben, spielen die anderen keine Rolle. Verstanden, Sir. Alle Mann, Rückzug. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl dabei. Ja, eine Folge mache ich noch. Es war 1 Stunde 20, aber... Shit happens. Kapitel 3. Ein blasses Licht. Gefängnis von Glaive. Oder Glaive. Irgendwas Ekelhaftes.
Hoffentlich konnten die anderen fliehen. Bestimmt sind sie in Sicherheit und bestimmt ist der Abt nun, hat der Abt nun seine Arznei. Ich glaube an sie. Pardon, entschuldigt. Ich möchte euch nicht stören, aber wisst ihr, dass ihr blutet? Da ist Blut an eurem Ärmel. Hm? Oh, ihr habt recht. Ich war so abgelenkt, dass ich es gar nicht bemerkt habe. Oh. In diesem Loch gibt es leider keine Heilmittel. Hier wickelt dieses Tuch um eure Wunde. Ich danke euch sehr. Wir kennen uns noch nicht, oder? Ich bin Mikaya. Ich bin Amy. Die Gastfreundschaft dieses Verlieses darf ich schon seit einiger Zeit genießen. Es ist schön, euch zu helfen, euch zu treffen, Mikaya. Iliana, meine schnarchende Freundin dort drüben, stimmt mir da sicher zu. Iliana ist übrigens später auch noch sehr nützlich, wenn man sie richtig levelt. Wieso seid ihr zwei hier gefangen? Ich wünschte, ich wüsste es. Die Händlerkarawane, der ich angehöre, war auf dem Weg zum Markttag. Als wir hier ankamen, wurden wir gegen unseren Willen hergebracht. Nun harren wir der Dinge, die da kommen. Alles hängt von der Laune des Generals ab. Ich verstehe, das klingt wirklich nicht sonderlich gut. Das ist was für ein Pech. Entschuldigung? Ah, ihr sprecht ja doch. Ihr wart so still in eurer Ecke. Da nahm ich an, ihr beherrscht unsere Sprache nicht. Wenn ihr wollt, könnt ihr hiermit eure Wunden versorgen. Es ist eine Tinktur aus Kräutern. Kräuter, hm? Seid ihr sicher, dass die nicht giftig sind? Natürlich sind sie nicht giftig, dafür sind sie sehr wirksam. Drogen! Vielen Dank, ich werde meine Wunde damit versorgen. Na, ihr seid mir aber ein bisschen sehr vertrauensvoll, so einfach Arznei von Fremden anzunehmen. Das bin ich, ich weiß, dass sie mich heilen wird. Ich danke dir, dass du deine Arznei mit mir teilst. Es ist gern geschehen. Ich höre ein Geräusch. Hier bist du. Sothe! June, ich bin so froh, dass es euch beiden gut geht. Es hat ein bisschen länger gedauert, diesen Ort zu finden. Hallo. Oh, hallo, wir kennen uns doch. Du bist doch eine richtige Augenweide geworden. Da könnte ich mich ja fast verlieben. Ihr zwei kennt euch? Könnte man so sagen, wir sind uns während des Krieges vor 3 Jahren über den Weg gelaufen. Verschwinden wir, bevor die Wachen auftauchen. Ich öffne die Tür, dann suchen wir einen Weg nach draußen. Ich möchte ebenfalls fliehen, wie auch Amy kenne ich den Grund meiner Gefangenschaft nicht. Darf ich mich euch anschließen? Sicher darfst du das. Aufrichtigsten Dank, mein Name ist Kurt. Na dann, Kurt, gehen wir. Nicht Kurth oder Kurt oder so, ich nenne ihn Kurt! Mann! Wir machen nur eine viertelstündige Folge daraus. Sothe, hier entlang. Nolan, Edward, Leonard, es tut so gut, euch zu sehen. Wie konntet ihr ohne meine Hilfe so weit ins Gefängnis vordringen? Es klingt bestimmt seltsam, aber ein Erwachen hat uns durch die Hintertür gelassen. Einer von Binions Soldaten? Ja, er sagte, wenn ihr hier seid, um Laura zu retten, dann folgt mir. Wie komisch, wieso würde ein Soldat Binions meinen Namen erwähnen? Stimmt, wir müssen jetzt mit Laura zu diesem Soldaten, um eine weitere Einheit für uns zu gewinnen. Das ist natürlich optional. Wir können diese Einheit natürlich links liegen lassen und töten. Aber wir können auch diese Einheit für uns gewinnen. Die Gefangenen sind auf der Flucht. Überraschung, sie haben es entdeckt. Übrigens lagen in der Rüstkammer ein paar magische Bücher und Stäbe, die ich spontan ausgeliehen habe. Perfekt, jetzt kann ich auch kämpfen. Wenn du mir das Buch dort ausleihst, dann kämpfe ich auch mit. Ja. Bei allen Respekt, meine werten Retter, ich bin einfach keine Kämpfernatur und der Bursche hier auch nicht. Wir bleiben den Kampf lieber fern und schleichen uns um euch herum. Aber dennoch wünsche ich euch viel Erfolg. Ich falle euch nur ungern zur Last. Bitte seid vorsichtig. So, die Gelben sind sogenannte, sind das NPCs? Nein, NPCs sind grün. Das hier sind Partner. Genau, Partner. Unabhängige 2, bunter Morgenröte 7, Besatzer 13, Boss besiegen, ein Verbündeter stirbt. Können wir ja. Hier sehen wir uns aber erst das nächste Mal wieder.
wenn es dann heißt Let's Play Fire Emblem Radiant Dawn. Ich hoffe, es gefällt euch soweit und ihr findet das Strategiespiel jetzt nicht zu langweilig, denn das Problem bei Strategiespielen ist, wie kann man es spannend gestalten. Ich hoffe, die Story sagt euch bisher soweit zu und ihr seid weiterhin interessiert an diesem Spiel. Ich freue mich auf jeden Fall, es mit euch teilen zu können, es spielen zu können für euch. Und ja, ich würde mich über Zuschauer freuen, wie bei jedem anderen Projekt auch. Aber es würde mich freuen, wenn ihr dranbleiben würdet und euch weiterhin dieses Spiel anschaut. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Fire Emblem Radiant Dawn. Tüdelü.